Also, was war los? Wir haben etwas diskutiert über die Maßnahmen, die nach den Klimastreiks getroffen wurden in der Schule, ob die sinnvoll sind und welche getroffen wurden. Und wir wollten halt zu einem gemeinsamen Konsens kommen, dass die Schule dann schon damit nicht alleine sind, sondern einen festen Plan haben. Und dafür haben wir uns mit dem Herr Frisch vom Schul- und Sportamt in Verbindung gesetzt, der die Schulleiterinnen kontaktieren wird, um mit denen mehr zu reden und hoffentlich zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Ja, Jan Frisch vom Schul- und Sportamt bei der Stadt. Wir haben als Stadt jetzt nicht den Einfluss, dass wir den Schulleitungen sagen können, Konsequenzen aus Fridays for Future sind so und so, aber was wir jetzt besprochen haben, dass er schaut, dass eine Kommunikation zustande kommt zwischen denen, die Fridays for Future organisieren und den Geschäftsführer und Schulleitung. Da habe ich so gesagt, dass ich das gerne mache und bin gespannt, ob das gut klappt. Weiterhin haben wir etwas über die Maßnahmen gegen den Klimaschutz geredet, kamen noch nicht sehr weit und wir würden uns freuen, wenn wir darüber noch mehr reden würden und vielleicht auch der Bürgermeister unsere Anliegen anhören würde und diese auch eventuell unterstützen würde und dass wir damit zu einer Lösung kommen, wie wir unsere Forderungen umsetzen können und unsere Ziele erreichen können.